Seid gegrüßt, Abenteurer. Hier ist der Argonaut. Ich befinde mich in dem Spiel Call of the Tenebrae weiterhin und ich befinde mich weiterhin auch in der sogenannten Pilzhöhle. Und ich stehe jetzt an einem Punkt, wo ich nicht weiß, was mich hinter dieser gruseligen Tür erwarten wird. Und deswegen klopfe ich mal an, denke ich, und sag mal Hallo. Naja, ein wenig mulmig ist mir natürlich schon, weil ich weiß wirklich nicht, was dahinter ist. Aber das sieht mir jetzt schwer nach Bossgegner aus, weil in so großen kreisrunden Räumen hatte ich das, glaube ich, schon öfter in dem Spiel, dass dann im Dungeon eine besondere Überraschung wartet. So, ich bin voll bei fast voller HP, Lebenskraft. Ja, dann würde ich mal sagen, Sesam, öffne dich. Oh, gruselig. Oh, eine Sequenz. Eine Falle? Die Kammer ist voller alter Fallen. Oh, die auf Druck reagieren. Die zerbrochenen Felsen. Oh nein, diese Texte verschwinden so schnell. Ist das blöd. Ja gut, auf jeden Fall. Ich glaube, ich sagte noch in der letzten Folge, dass in diesem Spiel Fallen eine untergeordnete Rolle spielen. Und ja, das habe ich nun davon. Die Entwickler haben mich erhört und einen fallengespickten Raum kreiert. Okay, da ist eine Truhe. Ich nehme mal nicht an, dass die von alleine aufgeht. Profischloss. Oh, Risikowaffe zu zerstören. Ich werde mal kurzfristig. Ich habe nämlich keinen Bock, dass diese Axt, Level 60 Axt, zerbricht, was passieren kann. Ich werde mal. Was habe ich denn hier so an Billigwaffen? Star Cluster. Ich habe den Star Cluster aktiviert. Ich dachte, ich hätte eine Axt. Komisch. Was ist denn das hier? Ach so, ein Dolch. Ja, Ich habe gar nicht so viele Billigwaffen natürlich, weil ich nehme ja keinen Schrott mit. Was haben wir denn hier? Süße Träume. Das ist auch nicht gerade Schrott zu nennen. Lebe wohl. Henkersklinge, ja, die habe ich glaube ich schon ziemlich lange. Aber, achso, da sind, ach, ich nehme jetzt mal einfach hier das Schwert. So. Oder? Ah, schwierige Entscheidung gerade. Was haben wir denn hier? Ach, ich nehme den, genau. So. Ach, ich habe zwei Waffen in der Hand. Ich wollte natürlich nicht mit zwei Waffen auf diese Truhe hier einprügeln. Wie kann ich jetzt anlegen? Achso, ich bin da oben auf der. Die Hosen wollte ich jetzt nicht runterlassen. So. Haben es gleich. Anscheinend. Weil 14% das Risiko, Waffe zu zerstören, ist schon. Hallo, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz auf dem Laufenden hier. So. Ja, es steigt. Na. Gut, alles klar. Ich hätte nämlich keine Lust, dass meine Level 60 Waffe oder was das auch war. Was haben wir hier? Ein Amulett. Die wiegen nichts. Mitgenommen. Askalische Geomantenrobe, Level 60. Was machen das? Windelstör. 3. Eromanten. Achso, Luftmagie, ne? Ja. Die nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Ah, gut. Das ist hier dieser Irenit-Kristallstaub. Den auf jeden Fall. Eromantenhut. Ja, Luftmagie.
Pionierhosen, Präzision. Auch nicht schlecht. Fünf. Nee, ich glaube. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht alles mitnehmen. So. Die Frage ist, wie komme ich jetzt unbeschadet durch diesen Raum? Ja, am besten, indem ich nicht, oh, auf diese blöden Fallen trete. Was ist denn das? Ein Skelett. Was haben wir hier? Das ist die Tür. Ich versuch's mal ganz schlau oder auch nicht, wird sich rausstellen, indem ich nicht auf diese Fallen latsche. Ja. So. Oh, da sind sie wieder, die Fallen. Ah, noch eine Kiste. Gut. Profischloss. Na? Oh. Es wird immer. Ja, ich wusste es. Ja, ich glaube, ich sollte mir mal so ein paar Billigwaffen einstecken. So, ich probiere mal einen Dietrich zu benutzen. Verdammt. Ich wusste es. Einen versuch ich noch. Okay, letzter Versuch, wirklich. Da kommt bestimmt noch eine bessere Truhe. Ganz am Schluss. Ich habe so das Gefühl. Oder ich finde noch eine Billigwaffe. Das wäre cool. Ah, ein Dietrich. Na super. Na, vielleicht kann ich es nochmal probieren. Irgendwie lässt mich das nicht los hier. 26%. Ein Viertel. Ist ja eigentlich gar nicht hier so unwahrscheinlich, aber der Tür. Verbleibende Dietrich. Profischloss. Naja. Ich habe doch mein Schlossknacken-Level auf maximiert. Was soll das also? Geht's da raus? Ja, da geht's raus. Da bin ich quasi schon durch. Ja, überall sind irgendwie fette Truhen deponiert. Ich könnte es natürlich auch manuell probieren, aber da bricht mir der Dietrich beim Profischloss wahrscheinlich noch viel sicherer ab. Weil da habe ich jetzt nicht so viel Übung und das finde ich in Skyrim besser. Da hat man mehr Feedback auf dem Controller in der Hand durch diese Geräusche und das Vibrieren. Finde ich das viel, ja, die Immersion da quasi besser beim Schlösserknacken. Und hier, ja, das ist ja so ein Kreiselsystem. Mehr so ein Reaktionsspiel. Und ja, genau wie das Musizieren hier in dem Spiel. So, weiter geht's. Stopp. Kein Gelaber. Ja. So. Ich muss ja eine Mission erfüllen, nämlich Pilzsporen besorgen für den kranken Orias. Ja, Skillpunkt, da kannst du dich den Weg fortsetzen. Na, ob das mal so einfach ist? Ich fürchte, mich erwartet da noch eine böse, böse Überraschung. Naja, wir werden sehen. Ach so, das ist dann ja, wie gesagt, so eine Höhle, die sich an diesen Dungeon angliedert. Und hier muss ich hin. Okay. So, nicht irgendwo reinstürzen hier. Ist mal wieder ziemlich schummerig. Ja, da geht es auf keinen Fall weiter. Ja.
So, Gegner. Ja, Skelettman. Apropos, ich sollte mal wieder eine Waffe ausrüsten, die mehr Schaden macht. Was hatte ich denn für ein Starcluster? Stumpfschaden. Ja. Level 52. Ist genehmigt. Hä? Träumen der Junge. Ja, Star Cluster macht ja ordentlich Schaden. Und auf. Dietriche, gut. So. Kurz die Höhle scannen. Durchleuchten. Hallo? Hey, der Star Cluster ist gut. Muss ich mir merken gegen die Skelette. So, jetzt die Frage ist, wie geht's weiter? Eine Treppe. Bin ich daher gekommen? Nee, ich glaube nicht. Oh, da steht doch was, ein Gegner. Skelett. Was sehen meine Augen? Jo, Knochenmann. Hallo. Ja, der Star Cluster, dieser Morgenstern. Oder diese, ja doch, nennt man glaube ich so. Macht Schaden ordentlich. Ja, mal gucken, ob ich da so glimpflich jetzt zum Questabschluss komme. Weil Knochenmänner sind jetzt nicht mehr so die. Hey. Ernsthaften Gegner für mich. Hoffe ich. So, man soll ja nicht übermütig werden. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder kommt der Bossgegner ganz am Schluss von der Quest? Wer weiß. Einen roten Punkt sehe ich. Und das ist ein Monster. Oh, der kommt aus dem Schatten. Nicht gesehen. Weil ich dachte, weiter hinten wäre noch ein Monster. So, weiter geht's. Bin ich überhaupt auf dem. Ist aber ganz schön lang. Achso, da gab es so eine Kurve. Deswegen kommt mir das so elend lang vor. Die machen es aber spannend hier mit dieser Höhle. Ja, diese Bögen, die gab es da schon. Ach ja, diesen Brief muss ich mir auch noch durchlesen, aber das mache ich nicht jetzt. Das wäre blöd. Von Adramelek, diesem Bösewicht, da hatte ich eine Notiz oder ein Rezept gefunden oder ein Schreiben. Was auch immer, ich werde es mir mal anschauen. Ich glaube, meine Fackel. Kann das sein, dass meine Fackel irgendwie nachlässt? Wusste ich gar nicht, dass die abbrennen mit der Zeit. Woher kommt mir das jetzt nur so vor? I don't know. Mal sehen. Oh. Na, wieder kein ordentlicher Sound zu der Sequenz. Ja, hier geht kein Weg mehr vorbei. Ja, das ist irgendwie so eine Überraschungsquest, Edgy Badge. Du kriegst die Sporen doch nicht so schnell, wie du denkst. Ja, hier geht kein Weg mehr vorbei. Was heißt das jetzt? Hm.
zurück oder wie? Hm, das habe ich jetzt. Na gut, egal jetzt. Ich, noch geht's weiter. Warten Sie welche. Solange ich weiterkomme, ist mir das Schnuppe. Ey. Wo sind sie? So, Waffe ziehen wir auch nicht. So, noch ein Gegner. Ja, da sind so ein paar. So. Ja. Solange der Weg weitergeht, ist es ja okay. Ach klar, genau, ich wollte eventuell diese Axt mitnehmen. Und wenn es nur zum Truhe öffnen, ja, Level 20, dafür passt es gut. Da kann die ruhig kaputt gehen, das ist dann nicht so dramatisch. Oder noch ein Gegner? Skelett. Ja, da. Ja, jeder hat so ein Oculus dabei, das finde ich ein bisschen, unangebracht, weil wieso sollen so, ja, die Pilze sind nicht mehr weit. Achte auf Pilze, die leuchtende Sporen abgeben. Ja, pff. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Ausschau halten. Ach, da sind eine Menge Gegner. Ja, warum sollen Skelette, so billig Knochenmänner, hochwertige Okuli im Inventar haben? So, da ist ein Abgrund. Ich muss wahrscheinlich dann hier runter. Das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Irgendwie. So, ich heile so ein bisschen noch nebenbei. Nicht abstürzen! Oh, Leute. Okay. Das war blöd. So, wo bin ich denn jetzt? Ich sagte gerade noch, nicht abstürzen. Hä? Ja, ich frage mich gerade, an welcher Stelle ich... Ach, da. Die riesigen Felsbrocken ohne Sound. Hä? Moment, war das hinter mir? Also dieses... Hinter mir wahrscheinlich, war das... Genau. Aha, also hinter mir, nicht vor mir. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann war das, war der Absturz vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit ich... Selbst ich diese Sequenz angemessen zu würdigen weiß. So, da sind sie, die Knochenmänner. Knochenmänner. In der Gesellschaft. Genau, das ist auch meine Billigaxt, die ich gleich brauche. Da war dann noch was. Ja, beim zweiten Mal geht sowas dann besser, weil man vorgewarnt ist. So. So, jetzt muss ich aber gleich mal aufpassen hier. Dass ich nicht nochmal abstürze, das will ich keinem zumuten. Mir auch nicht. So, die Axt wollte ich mir noch holen. Die billig Baumarkt-Axt. Da. Ach, Geld hätte ich jetzt. Ach, komm, 10 Auras, es ist... Wie gesagt, nicht der Rede wert, sowas. So. Ja. Acht auf Pilze, das mache ich schon die ganze Zeit, auf leuchtende Sporen. Leuchtende Pilze 8 geben. Aber ich sollte jetzt 8 geben, besonders darauf. Vor allen Dingen, dass ich nicht wieder hier in den Abgrund stürze. Hm,
was bisweilen nicht so einfach ist. Ups. Ich weiß nicht, ob sie... Ja gut, ich schiebe jetzt die Schuld nicht auf die Steuerung. Nein. Ich ganz allein trage die Verantwortung für solcherlei Missgeschick. Ich glaube, hier komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Rätsel in der Dunkelheit. Ist hier eine Treppe? Manchmal sieht man ja die Treppen nicht. Weil das da so schnell runtergeht. Ah, eine Rampe. Sehr schön. So, da unten sind eine Menge Skelette, aber... was habe ich denn für eine Waffe? Star Cluster, ne? Ach, kenn ich ja. Ja. Star Cluster. Und ich werde mal meinen entsprechend gestylten Schild bemühen. Passt ja auch zu den Knochenmännern. So. Ja, los geht's. Ah. Dreck, er war schon weg. So, hä? Mann, ist das finster. Okay, da ist die Rampe. Wo geht's hier weiter? Gut, ich denke mal, die Zeit läuft gerade ab und ich werde jetzt an dieser Stelle den Cut machen und ich bin kurz davor, die Pilze zu entdecken. Ah, da geht es wahrscheinlich runter, genau. Und dann werden wir sehen, ob ich zum Abschluss wirklich an diese Sporen gelange, die für Ryze bestimmt sind, um ihn vor dem Tod zu retten. Okay, ciao, der Argonaut.